Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass ihr alle hier um 23 Uhr auf Karfreitag in den Saal gefunden habt zur Easter Hack. Es ist nämlich ein Thema, was mir auch wirklich am Herzen liegt. Und ich freue mich, dass es ein paar Interessierte gibt, die, wie heißt es, die Botschaft am Karfreitag zu Beginn des Osters empfangen und vielleicht danach auch noch mitnehmen und sozusagen in die Welt tragen. Weil die Botschaft dessen, was, glaube ich, das Plato-System ist, ist etwas, wo ich sagen möchte, da kann man fast diese Osterbotschaft mitnehmen. Ja, und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in Medias Res. Ich habe das hier so ganz, ja, wie soll man sagen, 50 Jahre Peak-Plato-System, kulturhistorische Ausgrabung der ungeheuren Geschichte einer prägenden, fast vergessenen Perle im Urschleim unserer Cyberkultur. Da könnte man sagen, ja, das ist ja bestimmt irgendwie nur so, um Leute anzuziehen, aber ihr werdet gleich erfahren, warum der Titel genau so ist und nicht anders. Vielleicht erstmal so, ja, who am I? Also, und herzlich willkommen, ne? Die Geschichte, warum ich heute hier bin und wieso spreche ich hier? Also ich bin Lars, wie weltliche Menschen sagen würde, in der Firma, aber eigentlich kennen mich die meisten eher unter der Puppe. 49 Jahre up and running. Und man könnte sagen, ich bin so seit 42 Jahren irgendwie in den IT-Topf gefallen. Also so einfach so alle Klischees, die man sich so vorstellt, bin ich auch gerne, weil irgendwie ist ja toll, irgendwie so eine Faszination für so ein Thema zu haben. Seit 30 Jahren hänge ich so ein bisschen als IT-Nomade irgendwie in verschiedenen Sachen unterwegs, mache gerade Information Security Management, bin so ein Privatsphären-Überzeugungstäter. Und ja, manchmal zurzeit empfinde ich mich ein bisschen so wie so ein Konzern-Debugger, wo so Logik-Gaps sind. Und ich glaube, an der Stelle fängt es jetzt nämlich auch an, so ein bisschen auf dieses Thema, was ich heute gewählt hat. Weil ich habe so ein bisschen so Kulturnachdenker, habe ich gesagt. Wer in größeren Strukturen, aber auch in kleineren ist, weiß ja, im Arbeitsumfeld haben wir ja nicht nur fachliche Themen, sondern wir haben ja auch eine Arbeitskultur. Und vielleicht gerade bei uns hier in unserer Sache, wir haben ja auch eine sehr eigene Kultur. Und ich denke, es geht vielen so, dass wir uns manchmal fragen, warum ist das eigentlich nicht so, wie es bei uns ist? Auch da draußen in dieser weltlichen, ja, in dieser Welt, wo wir die Pizza irgendwie für unser als Gehalt bekommen. Ja, und an der Stelle war es dann einfach so, es geschah sozusagen auf dem Geburtstag eines Freundes, als plötzlich, ihr seht hier, Hans neben mir stand und sagte, Puppe, kennst du schon die Geschichte von Plato? Ich so, welche Geschichte vom Plato-System? Und es ist einfach so, er sagte, ja, er hätte da ein Buch gelesen aus den USA, The Friendly Orange Glow. Er sagte nur, Puppe, das ist was für dich. Und ich so, ja, okay, habe ich mir das halt bestellt. Mal gucken, was das wohl ist. Und an der Stelle ist es einfach so, womit hat er mich geteasert an dem Abend? Er sagte, kannst du dir vorstellen, dass es 1972 schon Computer gab, die Touchscreen hatten, die 512 mal 512 Pixel grafische Display hatten, auf denen eigentlich alles entstanden ist, was wir heute so kennen. Chatsysteme, ja, also einfach alles das, wo ich immer dachte, das fängt so mit den Mikrocomputern irgendwie so an und Silicon Valley irgendwie. Wir haben alle irgendwie so ein Bild von, wie ist die Computergeschichte und wann wurde das alles geboren. Ja, und dann dachte ich so, das kann ja nicht sein. Irgendwie, ich dachte immer, ich weiß alles und dann schubs bestellt und auf einmal bin ich dann in diese Geschichte reingekommen. Und ja, diese Geschichte ist es wirklich wert, erzählt zu werden. Darum an der Stelle auch erstmal Danke an den Autor, Brian Deer, der das alles recherchiert hat. Aber die Geschichte von vorne. Was seht ihr jetzt erstmal hier? Weil irgendwie, was ist eigentlich das Plato-System? Also Plato steht Programming Logic for Automatic Teaching Operation. Also das Plato-System war ein System, ein Lernsystem für Lernende, um, wie heißt es, Kindern Sachen beizubringen. Und ihr seht da sozusagen, das sieht so ein bisschen aus so wie aus den 50ern, 60ern, 70ern. Und es ist nämlich auch genauso. Diese Systeme sind entstanden sozusagen bis Ende der 70er. Und weißt du, wenn ich jetzt hier ein Star Wars T-Shirt anhab, dann heißt das, diese Sachen, an denen auch schon Grafik und solche Sachen waren, gab es schon zu Zeiten, wo wir immer denken, Star Wars wäre so der Anfang von allem gewesen. Und an der Stelle einfach mal schwumm, weil wie kam es jetzt plötzlich dazu? Wer weiß, was das ist? Einfach mal kurze Handzeichen.
Ja, okay, die Hälfte, also das ist Sputnik, irgendwie der Sputnik-Satellit, oh, der Sputnik-Schock. Also man könnte sagen, das war eine plötzliche Ereignisfeldkarte, die, wie heißt es, 1957 am 4. Oktober auf einmal fliegt da oben im Weltall ein russischer Satellit rum, aus heiterem Himmel plötzlich im All. Ja, und jetzt, nicht nur aus der heutigen Perspektive, also sagen wir so, die USA und die andere westliche Staaten waren ganz schön irritiert, dass da plötzlich irgendwie die anderen, nenne ich es mal TM, sozusagen da oben im Rennen waren. Und da dachte man so, das kann ja wohl nicht wahr sein, wieso sind wir hier die Loser? Ja, also hupsi, der Sputnik-Shop. Und was ist immer gut, wenn es so einen Schock gibt, irgendwie, das ist ja manchmal auch in Firmen so, das ist in Staaten so, wenn irgendwas ist, wo plötzlich zum Beispiel in der Presse steht, der rote Mond, das war zum Beispiel eine Headline in der Presse, dann will man sozusagen Energie, dann hat man auf einmal Budgets, dann macht man Funding, weil man möchte ja auch zeigen, dass man was tut. Und jetzt sagt er alles direkt, ist kein Problem. Weil was wurde dann gemacht? Also man hat unter anderem die ARPA gegründet, 58. Also im Jahr darauf hat man der Eisenhower war der damalige Repräsentant, sagt, komm, wir machen hier die ARPA. Das ist das, was viele von euch so immer dem, was wir, wenn wir über Internet reden, dann sagen ja alle immer so, ja, das war doch das ARPANET und daraus ist alles entstanden. Genau, das ist eine Behörde. Parallel dazu hat man gesagt, ja, wir wollen auch nach da oben. Und hat man die NASA sozusagen ein halbes Jahr später als zivile US-Behörde gegründet, wo sozusagen andere Angestellte auch noch mit reingekommen sind. Aber, und das ist das Spannende, noch viel früher war es so, dass sozusagen im Vorjahr schon, im Oktober 57, hat man den National Defense Education Act gemacht, weil Amerika hat für sich beschlossen, oh Mist, wir haben hier wohl einen Notstand. Also, ne, also eigentlich könnten wir das hier in Deutschland vielleicht auch gerade machen, Notstand an Schulen und so weiter und so fort, aber das ist ein anderes Thema. Und an der Stelle war es dann so, plötzlich war Geld da, Funding war da und das ist ja immer gut, ne, weil wenn man so Funding hat, dann erstmal gucken, wo werfen wir das hin. Und spannend an der Geschichte ist einfach, normalerweise, wenn man an die USA denkt, dann ist es ja immer so, man hat die Westküste, man hat die Ostküste, da sind immer so die Epizentren, da passiert alles, ne, MIT und wie sie alle heißen. Aber hier war es dann plötzlich so, dass auch unter anderem in Illinois, also irgendwo, ich sag mal so, jetzt eben nicht in diesen Epizentren, eine University, also eine Universität war, die etwas hatten, das war sozusagen das CERL, Computer-Based Education Research Labor, haben sie gegründet und haben Funding dafür bekommen. Und das war sozusagen erstmal der Möglichkeitsraum, der finanzielle Möglichkeitsraum. Ja, und man hat also da gesagt, hier, wir müssen jetzt richtig auch den Kindern was beibringen. Da ist jetzt immer die Frage, mit welchen Rahmenparametern bringt man was bei? Da könnte ich bestimmt jetzt hier vorne mit Maha über Lehre und solche Geschichten viel reden. Damals war es so ein bisschen die US-Sicht, darum, ich hatte hier extra geschrieben, ist so ein bisschen umstritten. Da gab es einen B.F. Skinner, so einen US-Psychologen, und der hat so etwas geprägt, das ist so operante Konditionierung und ist eigentlich so der Grundstein, aber auch des programmiersten Lernen. Und wie kam der dazu? Der hatte eine Tochter. Und diese Tochter, die kam in der Schule nicht so ganz mit. Hat er gesagt, das kann ja wohl nicht sein, meine Tochter kann bei der Schule nicht mitkommen. Dann ist er in die Schule gegangen, hat sich mal angeguckt, was ist eigentlich Lehre? Und was sind eigentlich so die Anforderungen, damit Lehre gut funktioniert fürs Kind und nicht Lehre gut funktioniert für den Lehrer? Und da kam er auf zwei ganz spannende Aspekte. Und der eine war, das Kind braucht einen individuellen Pace. Also die Geschwindigkeit, wie heißt es, Sachen sind, je individueller, desto besser fürs individuelle Kind. Und gleichzeitig hat er auch gesagt, Instant Response. Also als Kind möchtest du, wenn du eine Frage bekommst, am besten danach hören, was ist die Antwort. Oder du gibst einen Test ab, dann hättest du gerne danach die Belohnung. Das ist so ein bisschen dieses, hier immer schnelle Response bekommen, um sozusagen auch Incentivierung irgendwie so zu machen. Und um das dann zu machen, kam er damals auf diese Maschine, die ihr jetzt hier seht. Das waren so die ersten Lernmaschinen. Das heißt, da konntest du so Aufgaben grobe reinmachen.
und konntest dann immer, so sag ich mal, einen Knopf drücken und das war richtig oder falsch und wenn es nicht richtig war, kam es nicht weiter. Also ich sag mal so, ist natürlich eine der, das würde man noch nicht als Lerncomputer oder solche und vor allem auch nicht sehr dynamisch oder flexibel. Ne? Und an der Stelle war es dann so, ne, wir waren jetzt da in Illinois und hat man sich erstmal überlegt, ey, was wollen wir eigentlich haben, wenn wir so ein Lernsystem für unsere Kinder machen? Ja, und jetzt gucken wir erstmal so auf den technischen Aspekt, ne, Wunschzettel, Kaufzettel. Da war so die Sache, also eigentlich so wie IT, okay, gab's noch nicht so. Es wäre ja cool, wenn das irgendwie einen grafischen Display hätte. Und wenn man vielleicht da auch noch draufdrücken könnte und sozusagen der Finger, also eigentlich, wenn ihr an die Steve Jobs Präsentation des iPhones denkt, wo er sagte, das coolste Instrument, was wir haben, ist der Finger, ja, kann man sagen, das ist sozusagen in der Urphase des Plato-Systems eine der Anforderungen gewesen. Ja, und dann gab es doch irgendwie so Wünsche nach Audio-Ausgaben, zum Beispiel um Musik zu lernen und so. Das hat man dann alles mal so da reingepackt. Und jetzt kommt sozusagen die Sache, ne, das eine sind erstmal nur die Anforderungen und jetzt kommen aber so diese spannenden, manchmal auch Glücksfälle, wo man sagen kann, wer weiß, wie das alles gelaufen wäre, wenn nicht diese Charaktere auch zusammengekommen wären. Das ist einmal so jetzt, Folgendes war die Geschichte. Man hatte dann, als das Funding da war, gesagt, ach, dann machen wir mal eben sowas, wir können das. Wie das halt so ist, wenn man Budgets bekommen kann. Und dann war es aber so, innerhalb von Illinois merkte man so, pff, das wird gar nicht so einfach. Irgendwie so, wir haben ja alle verschiedene Vorstellungen. Und dann hat Alpert irgendwie merkte, ich komme hier nicht weiter und hat einen ganz gerade frischen Doktoranden, der noch frisch und hungrig war, davon überzeugt, hier, das ist doch was für dich, also so ein bisschen Bad Bank rüber machen. Und dieser Mensch war halt einfach, sag ich mal, einer, der dann die Chance genommen hat und mit dem, was er an Werten vorgelebt hat, plötzlich dieses ganze Projekt ermöglicht hat. Und da kommen jetzt ganz, ganz viele Dinge. Aber ich habe jetzt Folgendes. Am Anfang ist es noch so ein bisschen, jetzt kommt erst noch so ein langweiliger Teil, wo man so ein bisschen mal die Struktur und den Aufbau sieht. Da ist es nämlich wie folgt. Ne, ihr hattet vorhin hier oben so diesen, ich sag mal, den Client gesehen. Aber es ist halt kein Computer gewesen, sondern das war lediglich der Client. Das, worauf das, was dieses Lernsystem sein sollte, lief, war hier hinten dieser ILIAC-Computer. Das sind sozusagen eine der ersten größeren Rechnern, also ne, sofern man irgendwie 1958 irgendwie von Großrechnern sprechen kann, welche sozusagen im Backend die Berechnungen und solche Geschichten und die Korrekturen und so gemacht haben. Und das ILIAC war auch von dem Folgen. Wichtig ist, Plato 1 war lediglich der Prototyp, um nach außen zu zeigen, wir können das. Und dieser Prototyp ist wirklich, ich nenne es mal ein Quick and Dirty. Innerhalb von einem halben Jahr haben sie den gebaut. Und das, was man hier als Taste sieht, ist zum Beispiel zur Steuerung der Lernsoftware im Hintergrund. Ne, man sieht hier Folgendes, das ist sehr einfach dargestellt. Da ist, wie heißt es, Input, Schüler, dann geht's an den Computer. Es ist extra weit auseinandergezogen damals worden in der Darstellung, um zu zeigen, das Wichtige für den Schüler ist nicht hinten der Computer, sondern die Instant Response auf dem Display. Darum ist sozusagen, geht das nach hinten, schubst und dann können die Sachen durch. Die Grafiken, die ihr hier seht, die wurden sozusagen über ein Fernsehsignal eingespielt. Ja, und das war sozusagen der Prototyp. Und als man da hier, sag ich mal, den Proof of Concept hatte, ja, wir können das, und alle so, yeah, wir können das, hat man direkt gesagt, eigentlich wäre es doch cool, wenn wir sowas vielleicht auch als, ich will, sag mal, Multi-User System so haben. Das heißt, man hat halt den Prototyp jetzt mal in richtig gebaut und hat direkt dann auch gesagt, schaut euch das an, wir haben sozusagen zwei Nutzer Doppelpunkt-Innen, die sozusagen gleichzeitig an solchen Sachen weil das Ziel war ja eigentlich, da wo wir hinkommen, man will ja ganze Klassenräume gleichzeitig bespielen. Ja, und da sind wir nämlich dann auch schon. Ziel hier, Plato 3, war es dann so, 20 Leute gleichzeitig, ganze Klassen können gleichzeitig das gleiche Material, ich will nicht sagen spielen, lernen, wie auch immer, die Lernerfahrung machen, aber im individuellen Pace und jeweils mit Instant Response.
Und ja, man merkte dann irgendwann auch ein bisschen Performance, weil natürlich die Iliac hatte ganz schön einen auf dem, ich sag mal ein bisschen auf der Schulter. Und dann hat man gesagt, komm, wir schreiben uns jetzt mal hier einen richtigen Mainframe, also einen größeren Rechner für damalige Verhältnisse aus. Und wie ist das so? Ich habe jetzt hier so Next Gen, ne? Also man dachte so, komm, jetzt gehen wir den nächsten Step, weil man wollte ja auch noch mehr Grafik, dynamische Grafik und so haben. Und da war es dann einfach so, dass man halt die üblichen Verdächtigen, da gab's früher gar nicht so viel, ne? Da gab's natürlich eine IBM, die immer so mit dabei ist und irgendwie alles sich irgendwie reingemuckt, und man gab halt Control Data, also CDC. Und das ist eigentlich ganz spannend, auch da wieder so Parallelen, wie Business so funktioniert und wie es manchmal die Zufälle sind. Also IBM in der IBM-Art hat erstmal gesagt, 1 Million, dann kriegt er unsere Maschine. CDC hatte irgendwie 5 US-Dollar weniger gemacht. Und ja, dann war es dann so, auf einmal hat IBM nochmal nachgelegt und hat gesagt, ja hier, nee, wir können doch 200.000 günstiger. Und da ging es dann hin und her, und dann hat aber die Uni gesagt, wisst ihr was, das ist uns hier zu unseriös, entweder ist das erste richtig oder nicht, Zuschlag geht an Control Data. Und ja, wie halt so Verlierer sind, IBM natürlich dann direkt geklagt und so weiter und so fort. Aber dadurch ist halt auch ein gutes Verhältnis zu Control Data entstanden. Und da muss man einfach sagen, es war dann sozusagen, als diese 646 da war, 1604, war sozusagen, jetzt sieht man schon, das ist so ein richtiger Schrank, so wie man es vielleicht aus Superman 3 oder so kennt, irgendwie, dass da, wo richtig auch schon so Bandmaschinen und so ein Kram waren, da konnten man dann ganze Klassen gleichzeitig bespielen. Und man muss immer sagen, es war ja nicht nur so, dass du dort das Programm machen konntest, sondern du konntest, deine Eingaben wurden da auch entsprechend, ich sag mal so, notiert. Das heißt, du konntest hinterher auch die Ergebnisse und so da auslesen. Und jetzt sozusagen, nachdem wir uns da jetzt durchgefahren haben, kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo ich sagen musste, da fing halt bei mir so diese, wo ich sagte, wie geil ist diese Geschichte, die muss man wissen. Weil, ihr hattet gerade gesehen, das war einfach so Display über Fernsehkram, nichts Besonderes. Und was dann kam, war eben dieser Wunsch, wir wollen für die Kinder Grafiken haben, auf, wo Touch ist, und mit der Zielzahl von 512 mal 512 Pixel. Jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Als das System 1962 geplant wurde, war es wie folgt. Damals kostete ein Bit, sozusagen in richtig, sozusagen waren, glaube ich, 2 US-Dollar. Das heißt, wenn ihr das mal hochrechnet, wie viel Bit hätte man, wenn man damals eine echte Grafikkarte hätte machen wollen, war sozusagen eigentlich nicht möglich, sowas zu machen. Und jetzt, was macht man dann? Da kann man sagen, ja, wir kriegen ja gar nicht so viel Geld, so teuer wie es wäre. Sondern da kamen dann auch, sag ich mal, die Doktorarbeiten irgendwie, sag ich mal, zunutze von hier dem Projektleiter. Sie kamen auf die Idee, wir nutzen Plasma-Bildschirme. Und das Spannende, jetzt kann man sagen, ja, das ist doch nur ein Bildschirm. Was die damals gemacht haben, und das ist wirklich das Geile, die haben sozusagen wie bei so einem Mikroskop, kennt ihr das, wenn man da so Plättchen übereinander legt und dann hat man da irgendwie die Probe so drin, die haben dort Löcher gehabt mit Gasen drin, die man sozusagen elektronisch in Schwingung bringen konnte oder die Schwingung sozusagen wegmachen. Das heißt, man hatte die Möglichkeit, Pixel an und Pixel aus. Das Problem wäre natürlich dann immer noch da, ne? Man müsste den Speicher dafür haben. Aber jetzt wird's eben genial. Sie haben damals es so gemacht, dass sie auslesen konnte, wie der Status des Pixels ist. Das bedeutet, der Pixel ist nicht nur das Darstellobjekt, sondern der Pixel ist selber der Speicher. Ey, weißt du, ist das nicht bitte einfach nur eine geniale Idee? Und man muss immer sagen, das war 92 so der Plan. Und was daran ganz spannend ist, sozusagen, ihr seht hier mal auf halbem Weg, das war sozusagen 67, war man dann so weit, hier so ein paar Pixel zu haben, also noch lange nicht das Zielsystem, aber trotzdem, es lief schon. Und man hat auch da jetzt, sag ich mal, dann, wie immer so, ne, wurde ein Patent angemeldet. Und spannenderweise hat dieses Patent hinterher noch sehr viel Forschung und auch dieses Projekt
getragen. Ne, später war es ja auch so, dass daran eben auch ein Rieseninteresse war für U-Boote, wo man viel, nicht so viel Platz hat, also Plasma. Und es gab ja dann sogar auch Pläne, sozusagen, ich weiß nicht, aus Konferenzräumen von früher, so Plasma in Farbe. Ne, ist ja nichts anderes als das System, nur mit RGB. Und da muss ich dir einfach sagen, das ist großartige Idee. Und wie gesagt, dieses Ding war für Plato 4 angedacht und es kam auch. Und wenn man jetzt, sag ich mal, dieses gute System hat, ich sag mal, die Ausgabe in grafischer Form, die Möglichkeit, Touch da drauf zu machen und gleichzeitig auch, ich sag mal, so die Power von dem neuen Rechner im Backend, dann ist es ja im Endeffekt so, dann möchte man ja auch eigentlich die besten Materialien, Lernmaterialien haben, um dieses Produkt oder sozusagen attraktiv zu machen, weil Ziel ist ja der Mehrwert für die Kids, ja, und kein irgendwie Selbstzweck. Und da war nämlich die Frage, okay, wie können wir jetzt hier selbst Ermöglichungen, also wir brauchen unlimited Möglichkeiten, unlimited Access. Und da kam dann plötzlich sozusagen 1965, war klar, wir brauchen eine Programmiersprache, könnte man es jetzt eigentlich sagen, weil man kam dann nämlich auf die Idee, wir brauchen etwas, womit wir Lehrkräften befähigen können, ihr Material selber zu machen, weil sie sind die Wissenden, was bei Kindern, Jugendlichen funktioniert und nicht irgendwelche IT-Leute. Also das ist ja sozusagen der wichtige Punkt, das Wissen derjenigen, die Fachleute sind, dort entsprechend mit reinzumachen. Und so ist diese Sprache Tutor eigentlich ein Lernsystem entstanden, welches dann eben eine ganz wichtige Grundlage war für das, was dann auf dem Lehrsystem, auf Plato, was ja kein Computer in dem Sinne, sondern lediglich ein Lehrsystem mit Darstellungen von Sachen des Computers war. Ja, und da ist dann immer so die Frage, ne, jetzt haben wir hier die Lernlösungen selber anbieten. Wer baut denn hier die spannendsten Lessons? Und auf welche Ideen sind denn dann auch die Lernenden so gekommen? Und ich glaube, an der Stelle habe ich einfach jetzt mal hier drei Beispiele gemacht, wo ich einfach sage, da sieht man, das greift das Interesse der Kids, es treibt den Spieltrieb der Kids und es nutzt einfach das, was diese Maschine damals dann konnte. Und wir reden jetzt hier von 71, 72, so richtig auf. Ja, und sozusagen, ich nenne das so Lernfusion, also in Firmen sagt man Business Fusion, also der Fachbereich fusioniert mit der IT und hier war es so, die Lehrkräfte fusionieren auch mit der IT als Anwendungsentwickler. Und da haben wir jetzt zum Beispiel hier so Dart-Geschichte, ne, wo man so Flugbahnen und solche Geschichten berechnen kann. Ne, da konnte man wirklich dann auch, ne, da wurden diese Sachen grafisch dargestellt. Was ein ganz, ganz tolles Spiel war, ist sozusagen, oder darf man nicht Spiel nennen, aber es ist eigentlich ein Lernlesson gewesen, ist dieses How the West Won. Und zwar seht ihr hier das dritte, da sind sozusagen das ist ein Mathematikspiel, wo sozusagen Zahlen gewürfelt werden und der Schüler oder die Schülerin einfach die Operatoren zwischen den Zahlen selber wählen können, um somit das für ihr Spielzug optimalen Zug zu machen. Das ist deshalb interessant, weil es bei dem Spiel halt eben nicht nur darum ging, immer das meiste, sondern manchmal musste man auch, um Städte miteinander zu verbinden, kürzere Sachen machen. Und sowas ist natürlich etwas, was riesig Spaß macht. Also ich weiß nicht, früher gab es ja auch so hier SimCity und sowas gab es ja auch für Züge und so ein Kram. Und spannend ist daran auch, dieses Spiel ist so geworden, weil kurz vorher der Character-Set für das Plato-System fertig geworden ist, wo auch Zugobjekte drin waren. Und diese Idee der Zugobjekte, eigentlich sollte es anders werden, hat so sozusagen zu diesem Spiel gefunden. War ein riesiger Erfolg bei den Schülerinnen und ja, kann man sich gut vorstellen. Was ich total elegant fand, war dieses Wortspielprogramm, wo man sozusagen einen Satz selber gebaut hat, ne, irgendwie Subjekt, Prädikat, Objekt, konnte man auswählen
und dann mit den Symbolen, welche in Plato-System waren, also so ähnlich so wie Emojis oder so, hat man dann gezeichnet das, was der Satz, den die Lernenden eingegeben haben, gewollt. Ist das nicht geil? Man gibt irgendwie so, weiß ich nicht, Hund läuft, was auch immer, und dann sieht man das als Symbol. Also ich könnte mir das total gut vorstellen, dass mich das in meiner Early Adapter Zeit auch total irgendwie geflasht hätte. Ja, das waren jetzt einfach so Beispiele. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem, wo ich so, ja, wir kommen jetzt auf das eigentlich Geile. Und zwar ist es wie folgt. Irgendwann, ne, bei den ganzen Spielen, und dieses System wurde auch immer mehr genutzt, es war also nicht mehr nur in Illinois, sondern man hat zum Beispiel auch andere Universität miteinander vernetzt, das heißt, mehr Schüler und Lernende waren sozusagen auf diesen Großrechnern drauf, hat man gesagt, wir brauchen noch eine zusätzliche Maschine hier. Und da hat man damals wieder ausgeschrieben und hat dann mit den guten Verbindungen auch zur CDC den Cyber 70 Upgrade gemacht. Und das finde ich deshalb ganz lustig, weil eigentlich das, worauf wir jetzt gleich hinausläufen, läuft alles auf einem Computer, welcher halt das Cyber-System war. Und ne, wir haben ja alle sehr häufig über diesen Begriff Cyber gelacht. Aber eigentlich wird's jetzt ganz spannend zu sehen, was darauf alles entstanden ist. Und da macht plötzlich der Begriff Cyberspace für mich mal nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ja. So, weil, und als mit dieser zusätzlichen neuen Performance, die man dann hatte, sieht man hier jetzt auch, so, es kamen dann plötzlich so richtig grafisch aufwendige Sachen, so Anatomie-Lehrgänge. Es gab, wie heißt es, Möglichkeiten für Chemie, so, wo man zum Beispiel hier das auch ein Labor simuliert, also Simulationen aus dem Labor nachstellen konnte, was halt für Lehrkräfte total super ist, weil man nicht plötzlich alles sauber machen muss, und manche Experimente sind eben auch ziemlich aufwendig und skalieren nicht so gut, und mit so einem Lernsystem skalieren die natürlich super. Was auch immer, geht mein Mikro noch? Ja, sehr gut. Was noch sozusagen ein gutes, hallo? Okay. Und was ein ganz tolles Ding war, war dieser Simulator der Fruchtfliegen, wo man Eigenschaften der Fruchtfliegen ändern konnte. Und das hatte dann natürlich auch einen Impact über den Verlauf, wie sich diese Population weiterentwickelt hat. Und was ganz spannend ist, diese, sag ich mal, ich nenne es mal Perlen der Lernung, der Lernsysteme, waren auch immer gern gesehene Sachen, wenn ich nenne es jetzt mal einen Sales Pitch. Also es wurde immer geguckt, hier sind andere Unis, habt ihr nicht Interesse, auch so ein System zu nutzen? Weil das Plato-Team war halt auch wirklich überzeugt, das ist die Zukunft, das ist geil, bitte mal machen. Und so kamen halt auch andauernd immer Leute vorbei und haben sich die Sachen angeguckt. Und da, wo wir jetzt gerade sind, das ist auch ein ganz wichtiger Fakt noch, wir sind jetzt hier so 72, 73, 74, also das ist so 74 ungefähr. Wir hören immer wieder vom Xerox-Park, dort, wo die Maus war, dort, wo Dings, und davon hat Apple gelernt. Die Xerox-Park-Mitarbeitenden waren auch auf Exkursionskurs in Illinois und haben dort einen regen Austausch gehabt und waren völlig begeistert von dem Grafischen, was, wie heißt es, das Plato-System geboren hat. Und die haben sozusagen auch, und damals war es jetzt nicht, natürlich ist auch ein bisschen Konkurrenz, aber damals gab es ja eher die Mentality zu scheren. Ja, das ist nicht hier irgendwie so New Economy und Dings, sondern eigentlich ging es wirklich um die Sache, ums Lernen und um Improvement. Ja, und so war es dann so, dass wir haben jetzt die ganze Zeit nur Geschichten gehört von Lehrkräften, welche geile Tutorials bauen. Aber jetzt kommen wir zu der Geschichte, warum mir das alles am Herzen liegt. Es ist nämlich ein super Zufall, also eine göttliche Fügung, dass damals neben der Universität waren auch ein College. Und früher gab es halt an College auch so Sachen, das waren so Jets-Clubs, so eigentlich so Junior Engineering Technical Society. Das waren, ja, so, ich will nicht sagen, der CCC von damals, oder, aber so Nerd-Kids, so, die, wie heißt es, dort agiert haben. Und der Blitzer, der hier der Projektleiter war, hat damals schon sein Haus zu Hause geöffnet, um Kindern und Jugendlichen zu entflamen, nenne ich es mal. Er war sozusagen der Überzeugung, das ist hier the next generation, mit denen müssen wir arbeiten. Und
Dann kam es nämlich jetzt, und das ist sozusagen das Spannende, was jetzt noch neben seinem jetzigen Projekt war, dass eben der Glücksfall war, es war gegenüber von dem Illinois-Uni, war direkt nur Dings, und eigentlich hat er dafür gesorgt, dass es damals, entgegen allem dem, was man in diesen militärischen Projekten so hatte, eine völlige Open-Door-Policy gemacht hat. Das hieß, wenn interessierte Jugendliche kamen, dann wurden sie erstmal aufgenommen. Es wurde sozusagen erstmal gefragt, na, wie ist es? Also, das hat halt einfach eine riesige disruptive Kraft, was dann auch dadurch geschah. Also, es war wie folgt. Also, einer, der hat das mal so beschrieben. Er hat gesagt irgendwie, der kam da so an, das Klima so, und hat gefragt, hier, kam so einer, so, ich sag mal, ein Staff-Member an. Na, was machst du hier? Und er so, ja, weiß nicht, aber sieht nett aus. Und dann der Staff nur so, ja, ist es, ne? Möchtest du das mal ausprobieren? Hat sozusagen wirklich die Leute gepusht, hat gesagt hier so, ha, ich habe auch ein Problem, hast du mal Lust, das irgendwie zu lösen? Und man hat sozusagen jetzt nicht nur den Leuten das per Druck betankt, sondern hat auch die Neugier geweckt. Und das war einfach etwas, wo man sagen muss, eine glückliche Fügung von Kultur. Und was total spannend ist, was ihr hier seht, ja, das ist sozusagen eines dieser Plato-Kids. Der war in dem Büro, also in dem Office, sag ich mal so, im Zirl, seitdem er 12 war. Der war da sozusagen, hat dort auch schon kleinere Aufträge gemacht, hat, wie heißt, und wisst ihr, warum das spannend ist? Damit kam plötzlich das Problem für die Universität, wie können wir denen eigentlich ein bisschen was geben, damit es nicht unter Arbeit, also es gibt halt auch so Kinderarbeitsgesetze in Dings. Und das heißt, wenn ihr, was ihr hier seht, ist sozusagen, da ist er gerade 14 geworden. Das heißt, da hatte er erst zum ersten Mal dieses, ich darf hier legal auch arbeiten, und hat dann damals für 2 US-Dollar 31 sozusagen dort war er plötzlich Programmierer mit 14 Jahren. Und ich finde, das ist einfach mal so geil. Und was, wo er vor allem vorsitzt, ist diese Cyber 70, also diese mehr Millionen US-Dollar Maschine. Und ich finde einfach, das ist doch so geil. Und jetzt wird's aber so spannend, ne, dass er solcher, weil, so, es war jetzt eben nicht nur einer da, sondern eigentlich ist die ganze Sache zu so etwas, man nannte das so dann den Zoo, also den Zoo, der da so war, weil irgendwie wie die Fruchtfliegen kamen halt dann auch die Jugendlichen dahin. Ne, man hatte in der Zwischenzeit ja auch ein paar Terminals zum Verproben dieser Lernsessions, und jetzt wird's eben spannend. Es gab dann sozusagen auch Spiele, die so kamen. Und was ganz, ganz wichtig waren, was war ein so ein Mantra von dem Blitzer, der sagte, solange die Kinder keinen Schaden machen, sieht er keinen Grund, kreative Menschen, ja, den Ausdruck von Kreativität zu unterbinden. Und ich finde einfach, mit diesem Satz muss man sacken lassen, verinnerlichen und umsetzen. Also es ist sozusagen überlegt, haben wir ja auch Jugendhakt und was auch alles, ist genau der Punkt. Und diese Kids haben auch so richtig geile Sachen untereinander ausgetauscht, weil du kannst auf der einen Seite, kannst du natürlich Lernmaterial nutzen, aber der richtig schöne Spaß auf so einer Maschine ist ja erst dann, wenn du Lernmaterialien / Spiele selber machen kannst. Und was braucht man dafür? Ja, dafür braucht man halt einen Autoren-Account. Und wie das halt so ist, das ist so wie Root oder was auch immer, solche Sachen haben die Kids natürlich dann auch irgendwie rausgefunden. How to get Root, wie kriege ich hier Zugriff auf das, ich möchte gestalten, der Gestaltungsdränge der Kinder. Und da ist jetzt auch so der Punkt, was daraus dann alles entstanden ist, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Also zum Beispiel, auf diesem System ist das entstanden, was ihr alle unter Multi-User-Dungeons so kennt. Das ist auf einem Lernsystem zweckentfremdet worden von Leuten, die gesagt haben, geil, hier, wir spielen D&D auf dem Tisch, können wir das nicht auch elektronisch abmachen? Ja, und die, dann wurden zum Beispiel auch Mats geändert wiederum zu einem Lernsystem. Also aus einem Mat wurde dann hier dieses Spiel, Lernspiel, Bugs and Drugs, wo man halt auch so rumging, und das war aber, da ging es um medizinische Materialien, die man lernen konnte. Und wie das so ist, ich weiß nicht, wer von euch früher Elite gespielt hat, um C64, ja, ne, ein paar. Damals ist, wie heißt es hier drauf, Empire entstanden. Und das war wirklich ein Multi-User-Game, wo man im Raum unterwegs ist und andere Schiffe
sozusagen, man war in Koalition, hat zusammen gegen andere gespielt. Und wie gesagt, wir sehen jetzt hier nicht so irgendwie, die Mikrocomputer sind schon da, sondern das ist davor. Und was das Spannende ist, solche Sachen brauchen natürlich auch ein bisschen Performance. Und da war es dann so, diese Sprache von Tutor, da wurden immer wieder auch neue Kommandos zur Optimierung gemacht. Und die Kids haben, oder die Programmierenden haben dann immer geguckt, was sind denn hier die neuen Kommandos? Können wir damit irgendwas optimieren? Das heißt sozusagen, wie eine Programmiersprache, wo ein neuer geiler Befehl kommt, immer direkt gucken, wie können wir denn da noch ein paar Millisekunden rausholen? Weil was eigentlich ganz gut war, muss man sich ja immer noch im Hinterkopf behalten, die Instant Response, diese Anforderung vom Anfang, zu sagen, schnelle Reaktionszeiten, war auch das, was hier eben so vieles ermöglicht hat. Ja, und dann kommen jetzt, ich nenne das jetzt mal Abfallprodukte. Was aus den Games so gediehen ist. Also was halt viel damals war, waren halt, dass die Jugendlichen so Boardgames gespielt haben. Also irgendwas, Panzer oder so, abstrahierter Panzer spielt gegeneinander. Und man kam wie in so eine Halle, wo Leute sich trafen, um miteinander zu spielen. Und dazu konnte man dann auch immer, sag ich mal, noch eine Nachricht reinspielen. Und jetzt denkt man sich so, ja, okay. Und bis auf irgendwann war es so, einer dieser Entwickler, sozusagen auch ein Jugendlicher, der war immer nur ein paar Wochen dort, wo die Uni war, und ansonsten in einer anderen Stadt, hat gesagt, warum muss ich eigentlich, wenn ich mit Leuten sprechen kann, dieses Spiel spielen? Ich will doch eigentlich mit Menschen, also mit dem Gegenüber einfach nur reden. Und was daraus entstanden ist, ist einfach so was ganz Großartiges, und das ist Talk-O-Matic. Talk-O-Matic war in den 70ern dann auf diesem System etwas, das erste reine Chatprogramm, wo man sozusagen mit jemand anders, der auch im Plato-Netzwerk war, sich sprechen konnte. Also eigentlich kann man sagen, dort ist so etwas auch wie Instant Messaging drauf entstanden. Mit den gleichen Herausforderungen wie Instant Messaging, dass man plötzlich am Anfang alle dachten, sie könnten alle immer anschreiben, was sie gestört hatte. Daraufhin sind aber die gleichen Funktionen auch hier wiederum nachgebaut worden. Und ich finde deshalb diese Geschichte, die man dort dann nachlesen kann, da denkt man sich, hätte man das zur New Economy nicht alles sehen können, sozusagen alle Lessons learned von damals irgendwie schon mitnehmen. Und es ist einfach ein großartiges Ding. Und insgesamt war es damals auch so, es wurde halt auch viel open, also nicht viel, sondern der Code war halt sozusagen public. Also du hast halt Leuten auch so, ihr könnt hier reingucken. Das heißt, wenn du ein Spiel irgendwo gesehen hast und sagst, aber hier, das hätte ich gerne in folgender Geschmacksrichtung, dann konnten auch Leute sozusagen die Sachen editieren, modifizieren, also eigentlich das, was wir heute Forks oder so nennen. Und was dann eine zusätzliche, ich sag mal so, hier fängt's ja an, dass, sag ich mal, Userinnen miteinander plötzlich kommunizieren können. Und da ist etwas entstanden, dieser Jugendliche, den ihr da gesehen habt. Da war es so, manche Sachen mit den Benachrichtigungen der User skalierten nicht. Und dann sagte hier der Blitzer zu einem 17-Jährigen, ich habe hier ein Problem, wie kriegen wir die Nachrichten an alle User? Und dann hat er sich, ich glaube, das war irgendwie keine 6 Wochen gebraucht, hat er Plato Notes entstanden. Plato Notes ist sozusagen das erste Message Board System auf dem Plato System gewesen, woraus dann, wie heißt es, verschiedene Bereiche gab, 3 für Nachrichten und verschiedene Themengebiete. Und das ist deshalb ganz interessant. Aus diesem Entwickler und Entwicklungen ist hinterher Lotus Notes geworden. Also sozusagen diese Erfindungen aus dem Plato-System sind teilweise, ja, bis vor kurzem waren sie sozusagen noch Teil unserer Welt. Und das ist einfach, sozusagen, finde ich, eine sehr spannende Geschichte. Und was am Anfang rein formal fachlich für Plato und die Systemanforderungen war, entwickelte sich dann so, die User merkten, wenn wir hier so ein System haben, eigentlich würden wir uns auch gerne über andere Sachen machen. Das wollen wir gar nicht nur fachlich.
Und so entstanden eben auch Notes zu allen möglichen verschiedenen Bereichen. Also so ähnlich vielleicht wie früher Z-Netz oder Fido und solche Geschichten. Aber auch heute irgendwie Foren, wo man sozusagen sich um... Und auch dort gab es dann wiederum einzelne, ich nenne es mal soziale Experimente. Sprich, es gab auch Bereiche, wo sozusagen anonym man Fragen stellen konnte. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil eben viele der Sachen, die wir heutzutage dann irgendwie so haben, wo wir sagen, das ist ein ganz neues Problem, gab es sozusagen 75 auch schon sozusagen auf dem Plato-System in dieser Community. Aber es war eben nicht so eine Community, die in der Zeitung stand, sondern Jugendliche und Lehrkörper, die das Glück hatten, irgendwo zu sein, wo ein Plato-System hatten. Die sind sozusagen in die Welt und durften da naschen. Und das ist einfach so, ja, so eine Opportunity gewesen. Ja, und das, was ganz lustig ist, wegen dieser ganzen coolen Spiele und so Kram, ne, wir hatten ja vorhin ARPANET, es gibt einen RFC, RFC 600, und der hatte eigentlich das Ziel, ARPANET-Terminals dann ans Plato-Netz anzuschließen, um sozusagen because of the games, weil Entwickler wollten sozusagen auch den geilen Plato-Scheiß sozusagen da im Military-Kram nutzen. Aber weil in dem Fall im ARPA-Netz natürlich nicht die Instant Response eines der Anforderungskriterien war, sondern man da ja auch noch Bits für Fehlerkorrektur und so weiter und so fort, also Sachen, die es da drüben alles gar nicht gibt, irgendwie genutzt hat, hat sich das sozusagen aus Performancegründen irgendwie nicht durchgesetzt. Ja, und das ist eigentlich so etwas, wo man sagen muss, geil, was die Kids da so gemacht haben. Und jetzt vielleicht am Ende, da gehe ich so ein bisschen schneller so durch, weil dann kam CDC, weil das Ziel war eigentlich, man wollte irgendwann irgendwie, zu Peak-Zeiten waren es so 2000 Lernterminals, über USA verteilt, auch Hawaii. Es gab auch in anderen Ländern, Terminals. Und dann kam irgendwie so, wir wollen jetzt irgendwie nicht irgendwie Zielzahl 4096, sondern dann sagte er so, ich glaube, um neue Budgetmittel zu bekommen, jetzt wollen wir 1 Million Humanoide hier reinbekommen. Und dann ist das so, dann hat CDC gesagt, ja, wir kümmern uns drum. Und das ist eigentlich ganz spannend. Dann hat man zuerst erstmal guckt, ja, komm, wir holen mal einen Manager. Ist ja immer gut, externe Manager. Machen wir so eine Business Opportunity draus. Und da war es dann so, hat man einen genommen, der sich in der Vergangenheit kritisch geäußert hat. Das ist aber auch manchmal gut, ne, dass er nicht so eine Scheuklappensache hatte. Und jetzt wird's aber spannend, also sozusagen, dann kam natürlich so Abteilungsgeschissel und Kompetenzgerangel mit rein, ne, wenn du verschiedene Entwicklungsteams plötzlich hast und hier, wir sind aber der große Konzern und so weiter und so fort. Und ein lustiger Fun-Fact ist, wir sind noch gar nicht so, Organisationen überlagern Aktivitäten. Das ist im Endeffekt so, CDC-Mitarbeiter suchten auch. Warum ist das wichtig? Also so wie die Kids sich nachts in der Uni eingeschlossen haben heimlich und an dem Putzdruck, um weiter zu spielen, auch jenseits der Zeiten, so war es so, dass bei Corporate Control Data dann auch das Management und Top-Management plötzlich anfingen, oh, wie geil ist das? Und die haben sich dann irgendwie auch andauernd angefangen zu zocken und waren damit, glaube ich, auch nicht mehr so ganz neutral, was die Bewertung angeht. Kompetenzgerangel, kommen wir dann gleich zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie zu. Und das ist jetzt das, was ja immer passiert. Die bauen halt wirklich geile Geschichten und hätten das irgendwie zu 1.300 US-Dollar irgendwie produzieren können. Ja, aber haben das dann irgendwie für 8.000 noch was angeboten und haben sich dann gewundert, dass jetzt nicht alle Universitäten und Highschools das irgendwie bis zum Anschlag sich dahinstellen, weil because of money. Ne? Und ja, und wie das dann auch so ist, finde ich das so ein lustiger Fun-Fact auch schon so. Wenn der Rubel rollen könnte, dann versucht man solche Maschinen ja vielleicht auch, sag ich mal, international an den Mann zu bekommen. Und was ihr hier seht, das ist sozusagen eine Präsentation 1973 in Moskau, wo man sozusagen dort dieses Cyber-System den sozusagen präsentiert hat und gesagt hat, hier, das ist die Lösung. Ihr seht dort auch den Blitzer, also der dieses geile Mindset hat, versucht da gerade noch die Telefonleitungen, weil die wollten auch wirklich zeigen, wie man remote übers Terminal woanders agiert.
Ja, und im Iran hat man das auch irgendwie probiert. Das ist aber, die Sachen sind deshalb auch ganz spannend, weil, ne, ihr könnt euch vorstellen, Großrechner nach Russland zu verkaufen, war damals auch schon eine Sache. Nachdem man dann aber der Regierung gesagt hat, dass es auf den Maschinen einen Monitormodus gibt, wo man sozusagen alle Aktivitäten, es gab damals ja nicht so Security-Konzepte bis zum Abwinken, fanden die das dann gar nicht so unattraktiv, vielleicht den Verkauf doch anzumachen. Ist aber so direkt nichts draus geworden. Iran, auch lustige Geschichte, sind sie hingeflogen. Der eigentlich präsentiert und der Schah oder wer auch immer, war nicht da. Aber interessanterweise war irgendwie sein Sohn da, der dann total begeistert war, noch jemand anders mit dabei hatte. Dann haben die das Plato-System noch extra, die Character-Sets mit den Zeichen erweitert, um sozusagen auch die Sprachanforderungen zu machen. Und dann kam das, was ich vorhin sagte, Umorganisation und so ein Kram, weil dann hat Control Data auf einmal, nee, wir haben jetzt nicht mehr hier die Büros dort in der Region und dort mussten dann die Entwicklungen eingestellt werden. Ja, und was man dann noch gemacht hat, und man sieht das eigentlich auch so, ne, vorher war der so schön orange und so friendly orange glow, dann fing man an, wir machen das hier so in Plastik und mal gucken, irgendwie hat man dann versucht, die ganze, ein totes Pferd noch mal irgendwie hoch zu kriegen und hat da am Ende sogar etwas gemacht, das war so mit einem kleinen Mikroprozessor drin, weil man muss ja sagen, so Ende der 70er, da ging's ja auch los, ne, also da war ja wirklich, Apple I war auf dem Markt, da musste man sich so ein bisschen irgendwie auch noch mal ändern. Ne, und dann hat man halt versucht, das dann irgendwie in Corporate Land irgendwie noch mal so loszumachen und hat sich so primär auf, ich sag mal so, die Weiterbildungen und so für Compliance-Schulungen oder für Weiterbildungs beracht. Also Shell hat das direkt zugeschlagen und irgendwie so eine Fluglinie. Und jetzt, weil ich vorhin auf dem einen Bild war Jelzin und dann habe ich gedacht, hier ist auch noch mal, da sieht man einmal Reagan, irgendwie dann sind sozusagen, ist das hier auch paritätisch besetzt. Genau, und es hat sich aber sozusagen nicht zu so einer richtigen Erfolg gemacht. Klar, sonst würdet ihr es ja auch alle kennen. Dann hat man es auch noch gemacht, sozusagen, wie das ja so ist, irgendwo kann man immer noch mal Budgets locker machen, haben sie bei CDC noch so einen tragbaren Plato-System in so einem Samsonite-Koffer irgendwie gemacht. Lustiger, was ich ein schönes Design-Ding finde, ihr seht auch, die haben auch den Lichtstift. Der Lichtstift ist sozusagen auf einem Plato-System entwickelt worden, Vorgänger. Hier sind flexible Keyboard-Layouts, damit sie verschiedene Märkte sozusagen bedienen können. So, ja, und am Ende hat man dann noch Folgendes gemacht. Man hat dann einfach sozusagen die Software teilweise portiert für Apple II, für TRS 80. Und hinterher hat man das dann sozusagen, wollte man das auch noch als Abo-Modell machen. Also, ne, wie immer, man will überall die letzten Moppen rauspressen. Und das hat sich dann halt einfach nicht durchgesetzt, weil einfach auch die Entfernung von der Lehre zu weit gegangen ist. So, und ich habe hier eigentlich noch ein paar Geschichten, wir sind aber nur schon langsam am Ende. Spannend ist, physischer Exzess, Sucht, ja, die haben sich eingeladen. Ah ja, sehr spannend finde ich, Nixon-Impeachment. Weil es plötzlich diese Diskussionsrunden gab, war im Platon-Netzwerk plötzlich eine Diskussion, was können wir machen, um das Impeachment gegen Nixon zu unterstützen. Und ihr könnt euch vorstellen, es gab nette Mitarbeiter, die teilweise Diskussionen von Plato rüber in Diskussionsboards von APA gestellt haben. Und dann irgendwie, wie das halt so ist, Mund zu Mund zu Mund zu Mund, irgendwann war das irgendwie beim Büro von Nixon, die fanden das nicht gut und sagten dann so, ja hier, also die Sperrendebatte oder Löschendebatte. Und auch da wieder dieser Blitzer, einfach super Kerl, als er dann so einen Anruf bekam und sagte, das muss jetzt weg, hat er gesagt, ich schaue noch mal kurz bei mir in meinen Unterlagen rein. Bei uns steht drin, unser Arbeitsauftrag ist Lehren, politische Bildung und Diskurs. Und hat dann einfach mal abgelagert, diese Sache nehmen wir hier nicht raus. Und Nixon hat sich dann ja auch von selber gelöst. Master-Passwort im Klon, also eigentlich könnte man einen ganzen Vortrag mal von Security-Lücken machen, aber auch da total geil, diese Kids haben die Sicherheitslücken gefunden, sind halt dann zum Chef gegangen, haben gesagt, ach so, ich habe hier immer wieder die neuen Codes, wie gehen wir damit um? Und teilweise haben die dann Sicherheitslücken gegen Autoren-Accounts getauscht. Also ich finde einfach diesen Umgang damit so elegant und geil. Ja,
Ja, es gab auch Porn, klar. Star Trek Schach, traurige Geschichte, die erzähle ich lieber nicht. Naja, oder doch. Die hatten dann irgendwann Spock eingeladen, also den Schauspieler von Spock, und dachten, geil, super, freuen sich alle Freaks sozusagen, die da auch am Computer immer unterwegs sind. Stellte sich raus, und die wollten dem auch dieses Schachspiel auf dem Plato-System zeigen. Ja, stellt sich raus, also A, kam er betrunken an, B, konnte er dann kein Schach spielen. Und es war halt so alles in allem dann so ein richtig, ja, ein trauriges. Und dann haben sie ihm dieses Empire gespielt, was halt sich sehr an Star Trek dings. Und auch das hat er irgendwie nicht richtig irgendwie, ja, er konnte sich nicht richtig dran erfreuen. Ja, und dann gäb's auch viele Anleitungen. Ja, ich mach mal lieber, ja, Liebe, klar. Es haben sich Menschen über Plato kennengelernt. Also Online-Dating sozusagen gab's damals da auch, ist klar. Die Mechanismen sind die gleichen. Die Zeit ist halt ein bisschen früher und darum ist klar, ne? Und leider auch hier Red Sweater Emojicons. Ah, da kommen wir noch gleich zu. Lernsystem im Gefängnis. Ja, das ist eine super Sache. Die Lernsysteme waren völliger Erfolg im Gefängnis. Warum? Weil Menschen im Gefängnis, wenn sie in einer Lernsituation sind, ungern sich vor anderen outen, dass sie das gerne machen möchten. Und auf so einem Computersystem konnten Leute richtige Antworten geben, ohne, sag ich mal, den sozialen Gruppendruck. Also, und das sollte nicht weiter bezahlt werden durch Funding-Einstellung. Und das hat dann der Staat selber hat das weiterfinanziert, hat gesagt, auch wenn es nicht vom Bund ist, es hat so gut funktioniert, machen wir weiter. Ja, machen wir nicht. Ja, darum, also für mich jetzt hier nochmal kurz so Takeaway, ne, wichtig ist sozusagen, don't try to manipulate the students, sondern wir sollen mit der Lehre nicht die Jugendlichen sozusagen manipulieren, sondern eigentlich den Gestaltungshoheit den Kindern geben. Und finde ich erstmal so eine ganz gute Sache. Und Geschichte beobachten und verinnerlichen, ja, das lohnt sich. Ja, und jetzt sind wir hier noch bei einer Sache, weil wir kennen alle Emojis. Jeder hat schon mal Emojis genutzt, aber viele Sachen sind ja, weil ASCII und solche Geschichten uns vertraut sind. Und was ich einfach toll finde, ist, es gab auf dem Plato eines, weil es eben nicht so ein ASCII-Character-Set ist, sondern du konntest gleich Buchstaben oder Zeichen übereinander legen, sodass diese Emojis, die ihr hier seht, sozusagen aus, sag ich mal, Wortkombinationen übereinander. Und so kam sozusagen dieser Kreis. Das heißt, Emojicons in der Form sind auch auf dem Plato-System entspannen. Ja, und ich glaube, die anderen Sachen sind spannend. Da können wir gleich im Nachgang dann drüber reden draußen, weil ich ja sozusagen mit der Zeit schon am Ende bin. Und vielleicht hat ja jemand auch noch mal eine Frage. Darum ermutigt und befähigt Kinder. Das ist mir sozusagen ganz, ganz wichtig. Könnt ihr bei Jugendhakt machen, Chaos macht Schule. Ich habe hier noch Verstehbahnhof gemacht. Ich finde einfach diese Ideen großartig. Räume schaffen, wo man einfach eigentlich jeden Menschen aufnimmt und sozusagen sein Interesse weckt und irgendwie auch befähigt. Darum in dem Sinne würde ich sagen, Hex the Planet und danke für eure Aufmerksamkeit. Falls es irgendwelche Fragen gibt, da vorne ist ein Saalmikrofon. Keiner läuft. Ja. Ach, sonst hätte ich noch einen erzählt, aber jetzt geht. Nein, du musst mich erstmal nicht siezen, sondern duzen. Okay. Alles. Hallo? Okay. Meine Frage dazu ist eventuell, warum ist es denn in heutigen Schulen, auch vor allem jetzt in Deutschland so, dass wir diese Lernsysteme nicht so zu unserem Alltag gemacht haben, weil mir ist tatsächlich aufgefallen, dass es gerade in ganz vielen heutigen Schulen immer noch so Probleme mit diesem, wir können ja auch mit Hilfe der Technologie eben den Kindern Wissen vermitteln. Das fehlt mir zu sehr in deutschen Schulen. Warum ist das gerade mit solchen Sachen wie Plato denn überhaupt nicht ausgeufert, dass man das halt auch in heutigen Schulen viel mehr durchsetzt oder macht? Also erstmal, ich teile deine Einschätzung, was sozusagen den Zustand angeht. Und es gibt da ja auch immer so eine Aussage, irgendwie die meisten Computerprobleme sind eigentlich soziale Probleme. Ja, also man kann ja sagen, Lehre ist bei uns irgendwie so ein bisschen, ist halt irgendwie da, obwohl es eigentlich das Wichtigste überhaupt wäre. Was man aber einfach da sagen muss, ist, weißt du, heute sagt man einfach so, bei unserer Schule haben alle ein iPad. Ey, ist das jetzt der Key Performance Indicator of successfully? Nee, ist es eben nicht. Und ich finde, diese Beispiele, die ihr hier gerade gesehen habt, eigentlich müssten Lehrkräfte
sozusagen befähigt sein, eigenen Content zu machen. Und auch da vielleicht direkt mal noch eine politische Forderung. Diese ganze Monopol auf irgendwie Lehrunterrichtsmaterialien gehört halt abgeschafft. Ja, das heißt, dass sich guter Content einfach Open Source, Open Knowledge, Open Access oder wie man es auch immer nennt, muss sozusagen dort sein, dass sich A, Lehrkräfte daran orientieren können und auch Sachen selber vielleicht den Bedürfnissen ihrer Klassen anpassen können. Und ich glaube, das ist das, wo wir hin müssen. Und ja, es ist halt ein Trauerspiel. Plus 1000. Ja, super. Dann kann ich mal sagen, es war mir Freude und Ehre zugleich. Und ich war so aufgeregt. Ja, dann danke.